Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Diese Videos, die ihr gerade anschaut, sind das Resultat aus einem Livestream, der jede Woche am Samstag um 16 Uhr stattfinden soll. Diese Videos sind deshalb vorproduziert und werden dann immer von dem Livestream innerhalb der Woche bis zum nächsten Livestream veröffentlicht. Ihr könnt hier meine Perspektive sehen in Teilabschnitten von dem Stream und in dem Stream auf dem Twitch-Kanal von Bugfish dann aus seiner Perspektive sehen. Der Link zu seinem Twitch-Kanal ist in der Beschreibung und dann viel Spaß mit dem Video. Ja, Smart Plating brauchen wir. 50. Und das schaltet dann Tier 3 und Tier 4 frei. Und dafür brauchen wir Reinforced Iron Plates und Rotoren. Also ist das gut, dass wir... Oh, was? Okay, Reinforced Iron Plates Produktion erstmal starten, würde ich sagen. Ja. Wie macht man denn einen Rotor? Rotoren macht man aus, ach, Rods und Schrauben. Das ist hier gar nicht so teuer. Ups, ja, lol, ich dachte, das wäre mehr. Also dann mache ich mal ein paar Rotoren. Ja. Aber es gibt kein Crafting-Rezept für Smart Plating. Ja, das müssen wir, das können wir nicht per Hand craften. Hat die Lady doch auch gesagt. Dann brauchen wir den Assembler für. Weil wir zwei Sachen gleichzeitig craften müssen, weißt du? Oh. Ja. Toll, brauchen wir auch vier Rotoren für, um den Assembler zu. Okay. Ich baue Rotoren. 20 Stück kann ich so gerade machen. So, also Eisenplatten. Was brauchen wir für Reinforced Iron Plates eigentlich? Schräubchen und normale Eisenplates. Ah, oh, das heißt, dafür brauchen wir auch einen Assembler. Wie viele Schrauben braucht man dafür? 12 pro Platte. Der macht 40 pro Minute. Ja, da, ja, wir müssen... Ich hole die andere Eisenquelle auch nochmal hier hoch. So, ich kann einen Assembler bauen. Wo soll ich denn die hinstellen? Warte mal. Dreh die Eingänge mal nach so, genau. Und dann setz den mal mittig. Müssen wir da nach links? Stopp. Ja, so. So. Ungefähr dahin, würde ich sagen. Dann können wir hier in der Mitte ein kleines Stückchen hochgehen. Weißt du, dann setzen wir hier irgendwie, keine Ahnung, so kurz hin. Und... Nee, das ist ja auch dumm. Geht das? Weiß nicht, halt irgendwie, dass man... Ah, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann mir nicht mal mehr leisten, einen Strommast zu bauen. Ist nicht so gut. Schön. Hey, Mutti. Gut, jetzt kann ich mir wieder leisten, einen Strommast zu bauen. Yay! Ich mache das immer ganz gerne bei meinen Systemen. Vielleicht können wir das so machen. Ich baue hier jetzt eine Linie an Strom durch, im Prinzip. Ja. Dass man davon dann immer abgeht. Ja, jeden zweiten Smelter halt, würde ich machen. Dann hat man jeden zweiten Smelter. Dann hat man am Ende theoretisch immer noch ein einziges Wire frei, um dann irgendwo aus der Linie eine zweite Linie anzufangen, weißt du? Ich glaube, das war verständlich. Was wollte ich machen jetzt gerade? Ich wollte Platten, wollte ich machen. Ich schiebe schon mal den Assembler an den Strom an und mache schon mal aus den Materialien, die ich schon habe, Smart Platings. Ja. 30 Sekunden für ein Smart Plating. Was? Ja, moin. Wir haben ja noch so drei Übertaktungsmodule. Ich würde die da mal reintun und beten, dass unser Strom nicht gleich ausgeht. Jo. Würde ich aber auch machen.
So, Clock Speed 250%. So, jetzt macht er alle 30 Sekunden zwei Smart Platings, wenn ich das richtig verstehe. Also 15 Sekunden pro Smart Plating. Sofern er Reinforced Iron Plates und Protonen. Das ist so teuer. Hoch. Hey, zu viel Strom. Ah, wir brauchen. Brauchen wir. Einen Biomass Burner, ich bin dabei. Ja, das und ich brauche zwei Reinforced Iron Plates. Nimm sie dir aus dem Assembler. Tom, wir müssen vorsichtig sein. Unser maximaler Konsum ist immer noch höher als unsere maximale Stromproduktion. Trotz des neuen Dings? Ja, unsere Kapazität ist 137,3 Megawatt und maximale Consumption ist 144. Ah. Du hast wahrscheinlich noch irgendwas angeschlossen, was noch verbraucht, aber noch nicht halt an ist. Ja. Meine, die Smelter smelten halt durch, ne? Ah, die werden halt jetzt angeschlossen. Bau noch ein Biomass. Hier oben ist gleich alles voll mit Biomass-Burnern. Ja, ich glaube, ich gehe gleich nochmal mit der Kettensäge los. Ja, ja. Wieder ein leeres Stück Flussufer. Das Ökosystem dieses Planeten tut mir so leid. Ja. Das kann man anders gar nicht sagen. Es tut einem einfach leid. Jetzt stellen wir 30 Iron Rods pro Minute her. 30 Iron Rods pro Minute. Screws brauchen 10 pro Minute. Das heißt, wir müssen 3 Constructor für Screws bauen. Und dann haben wir massig viel Schrauben pro Minute. Die Frage ist, wie viel verbrauchst du denn für Reinforced Iron Plates an Schrauben pro Minute? 30, glaube ich. Schau mal kurz. Aber bevor du den Assembler umstellst, nimm das Smart Plating raus. Oh, gut, dass du mich dran erinnerst. Gut, dass du es sagst. Ich war kurz vorm Draufdrücken. Das wäre so dramatisch gewesen. Das 10 Smart Plating oder so, das ist halt ja, schon teuer. Ah, doch, lol, man braucht 150. Das sind 8 Smart Platings gewesen. Man braucht 150 pro Minute und wir stellen, ich glaube. Oh, wir stellen sogar nur 120 her. 150 Schrauben pro Minute, das ist mehr als ein Mark II Band liefern kann. Ja, wir stellen auch nur 120 her, wir stellen auch nur 120 her. Wir stellen sowieso nur 120 her. Ja. Und wir brauchen 75 Iron Plates pro Minute und wir stellen 30 her. Oh mein Gott, das ist alles so unausgeglichen. Scheiße. Wie viel stellst du pro Minute her? Schön. 30 pro Minute. Und ich brauche für Schrauben 10 pro Minute. Das heißt, ich muss 3 Schrauben. Ne, wir machen 2 Schrauben Produktion, dann haben wir 80 pro Minute. Ah, ne, das ist auch keine Scheiße. Ah, warum brauchen wir denn so viel Schrauben für die Reinforced Iron Plates pro Minute? Das ist ja kacke, dass es gar nicht ausgeglichen geht. Weißt du, was gut ist? Wir können den Assembler doch underclocken. Dann verbraucht er auch weniger Strom. Ja. Wir clocken den einfach runter auf das Level an Ressourcen, was wir überhaupt liefern können. Wir können, ja warte, weil Eisenplatten haben wir aktuell 30 pro Minute, mehr kriegen wir nicht.
Eisenplatten ins Lager haben wir da hinten, die Produktion. Heißt 30 pro Minute. Wir müssen das Ding, schau mal, runterplatten, dass wir Iron Plates 30 pro Minute. Ach, da, ach lol, du hast das Ding auch komplett hochgetaktet, deswegen. Der ist. Wait. Ich stell den mal auf normal, ja? Ja. Okay, wir brauchen 60 Schrauben pro Minute. Das kriegen wir hin. Dann können wir zwei 40er machen, der Rest wird ins Lager sortiert. Der Rest Stangen wird auch ins Lager sortiert. Nee, wir machen das besser. Wenn wir 40 haben. Nehmen wir kurz über Taktungsmodul rein. Kannst du. Nein. Sag nicht, ich habe den Assembler abgebaut mit einem Übertaktungsmodul drin. Nein. Ich habe einen rausgenommen. Achso. Ich kann da jetzt auch schon wieder keins reinlegen, ne? Magst du mir die gleich geben, weil dann kann ich wieder ein bisschen Treibstoff produzieren hier drüben. Ja, gleich, Moment. Ja. Kriegen wir das auf... Hä? Es ändert sich halt einfach bei mir nicht, da links, wie viel der pro Minute verbraucht. Ha. Ja, ich leg die hier daneben, die liegen hier vorne, dann kannst du die abholen. Kannst du mal gucken, dass du den so, so baust, dass wir 80 Schrauben pro Minute hier reinschleppen können? Nee, warte. Wir haben nur 30 Iron Plates pro Minute. 60 Schrauben kriegen wir locker hin, der Rest wird einsortiert. Ja, dann passt das doch so. Ja. Nee, wait, wir haben 60 Iron Plates pro Minute. Nee, 40. Oh, ich bin so lost. Kann man eigentlich... Also, wir haben 40 Iron Plates pro Minute. Kannst du das so übertakten, dass wir 40 Iron Plates pro Minute nutzen können? Vielleicht schaffen wir es das dann, dass wir 80 Screws gleichzeitig haben. 40 Dings pro Minute. Irgendwie funktioniert das Übertakten bei mir nicht so richtig. Er zeigt mir die Veränderung auch nicht an. Das ist scheiße. Das ist kacke, oder? Sag mal, kannst du eigentlich mal das Spiel speichern oder macht das automatisch? Ich mach das automatisch. Ja. Du hast mir eingefallen und baust den in Line mit dem Merger hier. Das ist den ersten Ausgang irgendwie. Dann 30. Oh mein Gott, wir brauchen wieder so viel Kontrakt. Ah! Ja, wir nehmen jetzt schon 3 Stunden auf. Also ich habe ihn jetzt gerade auf 39 Iron Plates pro Minute eingestellt. Und das ist dann Clock Speed 132%. Und kriegst du die noch 40? Ich habe jetzt 39,6. 39,9 kriege ich hin. Ja, reicht. Und 79,8 Schrauben. Ja, das sind fast 80 Schrauben. Das ist dann perfekt. Dann haben wir 40 Schrauben, die wir einlagern können, die direkt von dem Band eingelagert werden können. Ja. Aber da brauchen wir 3 Constructor, die hier jetzt arbeiten, theoretisch. 3 Constructor für Schrauben müssen wir jetzt noch hinsetzen.
Und wir müssen den Assembler umsetzen. Ich merke mir das mal kurz, auf wie viel Prozent wir den übertakten. 133% muss übertaktet werden. Naja, ich würde sagen, das machen wir dann aber, keine Ahnung, im Verlauf der Woche oder nächste Woche, mal sehen. Ja. Dann, würde ich sagen, das war's dann erstmal mit den Videos, beziehungsweise wann auch immer, wie viele Videos das jetzt waren. Das ist jetzt die Abmoderation für alle diese Videos. Und der Rhythmus wird sich nicht ändern, es wird weiterhin im selben Rhythmus diese Videos geben. Die sind jetzt alle vorproduziert, heißt, wenn ihr irgendwas empfehlt oder sagen wollt, dann schaut in der Videobeschreibung vorbei und geht bitte in den Stream und jeden Sonntag um 16 Uhr. Samstag ist heute. Samstag. Jeden Samstag um 16 Uhr fangen wir an, Satisfactory zu streamen. Schaut in der Videobeschreibung vorbei und guckt bei Bugfish vorbei. Ole. Das ist der, mit dem ich gerade spiele. Bei dem gibt es das Ganze live. Und dann könnt ihr live einfach eure Kommentare dazu geben, was wir wie machen sollen. Ansonsten auch einfach kommentieren in den Videos. Dann gucke ich mir das an und dann sehen wir das halt. Das Ding ist halt einfach nur, dass es dann halt Verzögerung ist. Verzögerung hat, weil wie gesagt, die Folgen sind alle vorproduziert und... Genau, aber so ist der Plan. Dann, tschüss und auf Wiedersehen. Ich habe kein Outro.